Rainer, hallo, wir freuen uns, dass du da bist und es ist immer ein besonderes Erlebnis, dann deine Ausführungen zu hören, heute zum Thema Hansaviertel und in Berlin. Und da geht es natürlich um zwei Fragen, um Denkmalschutz natürlich, klar, und aber auch um Quartier. Beides aktuelle Fragen im Zusammenhang mit der energetischen Gebäudeertüchtigung und dann noch speziell von Denkmälern. Bei Denkmälern ist ja total nochmal eine ganz subtile Herangehensweise erforderlich. Es sind genaue Wahrnehmungen erforderlich. Es sind einfach Entscheidungen erforderlich, die wesentlich komplexer sind als bei, sagen wir mal, normalen Sanierungen. Es geht immer auch um Rekonstruktion, gegebenenfalls um Dekonstruktion, um Addition, um Authentizität. Und es sind viele, viele Dinge, die hier auch im Zusammenhang mit entsprechenden Behörden auch und Interessensgruppen abzuklären sind. Wenn ich an Berlin denke, Rainer, dann denke ich natürlich an Chipperfield und die Sanierung der Nationalgalerie. Da haben sich ja alle diese Fragen auch gestellt. Und es ist interessant, wenn man sich da mal beschäftigt mit der Diskussion, wie diese sanierungsbedürftige Fassade, wie man damit umgegangen ist. Das ist auch technisch und baukulturell interessant. Also, da gibt es eine Menge zu sagen. Da gibt es Weltanschauungen, da gibt es einen Überbau, da muss man Entscheidungen treffen. Und das ist dann eigentlich nur möglich, wenn man eine gewisse Grundlage hat, die einem auch absichert bei den Entscheidungen. Quartier, ja, die Quartierfrage ist, glaube ich, eine ganz entscheidende. Wenn wir jetzt nicht wollen, dass vor jedem Mehrfamilienhaus eine Wärmepumpe steht, und das will Herr Habeck wahrscheinlich auch nicht, dann geht es im städtischen Kontext eigentlich nur, die Wärmewende zu schaffen über Quartierslösungen. Nahwärme, Fernwärme, eine Heizung für einen Baublock zum Beispiel und solche Dinge. Wobei das natürlich dann daran wieder scheitert, weil da natürlich ein Anschlusszwang mit verbunden ist. Und dann kommt das Wort Zwang wieder und dann kriegen ja manche Leute schon Schreikrämpfe, wenn das Wort kommt. Also das Quartier ist ein zentrales Instrument, um innerstädtische Versorgungsfragen überhaupt effizient lösen zu können. Und auch da bin ich gespannt, wie das dann hier im Hansaviertel dann gemacht worden ist. Ja, gut. Also, Rainer, ich glaube, du wirst natürlich wieder auf deine Art methodisch hier vorgehen und das Ganze transparent und nachvollziehbar vermitteln. Und darauf bin ich gespannt. Dankeschön. Rainer, du hast Ja, das Wort. vielen Dank für die schönen einleitenden Worte. Demis, du hast da auch schon ein paar wichtige Punkte angerissen, mit denen ich jetzt dann sozusagen, dass die auch wirklich jetzt einen ganz natürlichen Ausgangspunkt bilden für die Präsentation. Ich mache jetzt auch mal schon die Freigabe vom Bildschirm. Schauen, dass ich wieder hier hinkomme. Genau, jetzt müsste man den Bildschirm sehen, gell? Genau. Was ist jetzt hier der Ausgangspunkt gewesen? Das war im Grunde die internationale Bauausstellung, die für Berlin geplant war, dann auch wieder abgesagt worden ist. Aber in dieser Vorbereitungsphase hat man längere Zeit darüber diskutiert, ob das Hansaviertel nicht ein geeignetes Quartier sei, in dem man sozusagen dieses ganze Spannungsfeld von Klimaschutz, energetischer Ertüchtigung, auch überhaupt Ertüchtigung sozusagen der Bausubstanz und auch diese Frage der Einbeziehung der Bewohner in solche Prozesse. Das war sozusagen da der Ausgangspunkt, der hier stand, mit Professor Krau zusammen. Die hat sozusagen diese Hauptbroschüre gemacht. Ich war sozusagen dann der Verfasser von dieser Nebenbroschüre, die sich dann stärker mit diesen Energieperspektiven auseinandergesetzt hat und versucht hat, da so eine gewisse Methodik mal zu entwickeln, wie man denn an so ein Thema, speziell an ein Quartier herangehen kann, wo man einen sehr, sehr hohen Denkmalbestand hat. Im Hansaviertel ist es ungefähr so 50% der gesamten Gebäudesubstanz. Die betrifft dann übrigens nicht nur die Interbauer 1957, sondern auch noch wesentliche Bestandteile des Restquartiers,
dass er dann sozusagen eher in Richtung von der Spree sozusagen sich hin entwickelt. Ja, dieses Hansaviertel ist ja auch so eine Art Städtebau- und Architekturikone. Hier sehen wir auch schon ein paar von den sehr prägenden Gebäuden. Hier da unten das Alto-Gebäude, hier hinten das Hochhaus von Bakema und Brück von Bakema, vom Schwippers und so weiter. Hier das Gropius-Haus, hier das sehr schöne Gebäude auch von Divago. Also das sind wirklich richtige Architekturikonen da, aber insgesamt ist es auch ein Städtebau und auch ein Gartendenkmal inzwischen. Und aus meiner Sicht auch zu Recht. Man sieht auch schon ein bisschen sozusagen, es ist sehr grün angebunden, entspricht also so diesen Vorstellungen des modernen Städtebaus, vielleicht auch ein bisschen angelehnt, so wie sich Corbusier das vorgestellt hat, wie Gebäude eher in so einer Parklandschaft stehen. Und sehr wichtig eben auch, dass sozusagen die Gebäude sozusagen auch ein Stückchen für sich stehen. Da kommen wir jetzt gleich noch drauf zu sprechen, warum der Denkmalschutz bei der Nachkriegsmoderne natürlich da besondere Herausforderungen stellt, weil sozusagen alle Fassaden sozusagen dann auch schützenswert sind. Also wir eine ganz andere Art von Umgang sozusagen auch mit den Gebäuden haben. Und es stellen sich natürlich auch besondere Fragen der Nachkriegsmoderne im Hinblick auf die Bauweisen, die Konstruktionen und die Haustechnikkonzepte. Fangen wir mal so ein bisschen an mit der Geschichte von dem Hansaviertel. Das ist ja so in der Kaiserzeit entstanden, so um 1870 herum hat man sich da Gedanken gemacht. Das war so eine Wiese an der Spree, die wurde dann sozusagen von der Immobiliengesellschaft erworben. Die haben dann auch so eine Art Bebauungsplan oder so einen Baulinienplan entwickelt und dann in relativ kurzer Zeit dort ein Wohnbauquartier mit der sehr, sehr hohen baulichen Dichte realisiert. Das kann man hier ganz schön sehen. Da sieht man sozusagen auch nochmal im Schwarzplan, wie diese Bebauungsstruktur war. Also ganz typisch berlinerisch mit Vorder-, Hinterhaus- und Seitenflügeln und dann teilweise auch so Innenbereiche, die noch ein bisschen begrünt waren. Und das war sozusagen zum Quartier, man sieht ja auch den Tiergarten, wie hier anschließt, der sozusagen den Tiergarten sozusagen zur Spree hin sozusagen dann abgeschlossen hat. Und dann im Zweiten Weltkrieg, relativ spät, ist das Hansaviertel dann doch sehr stark durch Bombenangriffe zerstört worden. Hier unten sieht man mal, was da von der Bausubstanz übrig geblieben ist. Hier auch nochmal so ein Bild aus der Zeit. Und insofern war das Hansaviertel dann am Ende eines der am stärksten zerstörten Quartiere, auch eines der kleinsten Quartiere natürlich auch von Berlin. Und insofern gab es natürlich dann gerade in der Nachkriegszeit viele Überlegungen, wie soll eigentlich der Wiederaufbau der Stadt erfolgen. Da gab es ja dann so verschiedene städtebauliche Überlegungen, anfangs noch Ost- und West-Berlin zusammen, also unter Scharoun mit diesem Kollektivplan. Dann gab es auch noch andere Vorschläge, die stärker sozusagen versucht haben, auf die Stadtrekonstruktion zu setzen. Zu dem Zeitpunkt gehen dann schon die Planungen Ost und West ein Stückchen auseinander. Und mit dem Bonatz-Plan, der ist dann so eine Art Kompromiss, wie man sozusagen dieses West-Berlin dann auch sozusagen weiterentwickeln wollte. Und in diesem Zusammenhang ist dann relativ früh, so ab 1952, wenn ich mich richtig erinnere, diese Idee entstanden, ob man nicht dort auch so eine Bauerstellung in Berlin machen könnte. Das Vorbild war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Konstrukta in Hannover. Hannover hat ja sowieso auch einen ganz besonderen Wiederaufbau, sozusagen im Geiste der modernen Stadtplanung, sozusagen dann auch erlebt. Und das Hansaviertel war dann sozusagen nach einer gewissen Diskussion das Viertel, was man dann ausgewählt hat für diese künftige Baustellung Interbau 1957. Und sehr stark unter dem Aspekt, dass dieses Viertel eben sehr stark zerstört war und dadurch auch ein gewisser Grund existierte, sich hier vielleicht auch mal mit einer anderen Stadtplanungsidee als der Rekonstruktion der alten Straßenlinien, Straßenbebauungen auseinanderzusetzen, sondern hier auch ein gewisses Gegenmodell zu schaffen. Eine gewisse Rolle spielte auch immer diese Ost-West-Konkurrenz,
Also diese Konkurrenz zur Stalinallee zum Beispiel, die sozusagen im Osten sozusagen als Vorbild eben da war, wo man versucht hat, auch so eine eigenwillige sozialistische Nutzungsmischung mit Wohnen und öffentlichen Raum in bester Stadtlage zu etablieren. Und das Hansaviertel war da sozusagen dieses westliche Gegenmodell, wo man eben auch ausdrücken wollte, ja, Berlin ist modern, Berlin schaut nach vorne, Berlin möchte sozusagen auch ein Teil der modernen Stadtentwicklung sein. Da gab es dann im Vorfeld auch einen Wettbewerb, da sieht man das Ergebnis hier auch. Das dann die Grundlage war für so eine Art Wettbewerb, eigentlich kann man nicht sagen, sondern für so Einladungen an internationale Architekten, die dann gebeten wurden, sozusagen ihre Gebäudekonzepte erstmal vorzustellen und die dann sozusagen auch in diesem Zeitrahmen bis zu dieser internationalen Bauausstellung, die dann 1957 stattgefunden hat, die Gebäude, soweit es möglich war, auch fertigzustellen. Ich gehe mal auf eines der Gebäude mal ein bisschen näher ein. Das hängt damit zusammen, da gab es jetzt auch mal so eine Fachtagung der Denkmalschutzbehörde speziell in Wolfsburg, wo sozusagen der Alba Aalto natürlich auch so eines der Schwerpunkte dieser Tagung gebildet hat. Und für mich ist es eigentlich auch so das Gebäude, wo ich sagen würde, das ist so ein Teil dieser geglückten Moderne. Mein Großvater, der war da auch damals bei der Ausstellung in Berlin, das war das einzige Gebäude, was er sich gemerkt hat und was er auch sehr positiv gesehen hat, wo er gesagt hat, ja genau, das war so ein Haus, das war das Haus, wo er gesagt hat, da hätte ich auch gerne selber drin gewohnt. Und das spricht auch ein bisschen so für diese besondere Architekturauffassung vom Alba Aalto. Das sind zwei Dinge, die ich mal hervorheben möchte bei diesem Gebäude. Das eine ist diese besondere Erschließungssituation. Denn das Gebäude öffnet sich mit so einem gedeckten Bereich im Erdgeschoss nach außen. Darüber sind dann auch diese Treppenhäuser hier erschlossen. Der Zugang zu den Freiflächen erfolgt über solche Rampen. Und es ist sozusagen so ein Bereich, der sozusagen dieses Ankommen im Gebäude geradezu zelebriert. Das ist wirklich auch, finde ich, sehr, sehr gelungen. Man sieht es auf dem Foto eigentlich nicht so gut. Da habe ich leider das zugehörige Foto jetzt hier auch nicht dabei. Das zweite Interessante bei diesem Gebäude sind die Wohngrundrisse. Alba Aalto hat die sozusagen, hier sieht man es ganz schön, um so einen Allraum entwickelt, der dann auch gleichzeitig an diese Loggia anschließt. Man könnte das auch als ein Modell von gestapelten Hofhäusern interpretieren. Und Alba Aalto hat auch mindestens eine Wohnung dann auch möbliert mit seinen Möbeln, um dann auch zu zeigen, wie er sich dieses Wohnen in seinem Grundriss, und da muss man auch seine Frau Aina Aalto auch erwähnen, die beiden waren da, haben ja immer gemeinsam gearbeitet und die Aina hat ja auch sehr stark bei diesen Möbelentwürfen mitgewirkt. Dann sehr wichtig war auch das Thema Bautechnik und Haustechnik. Hier sieht man mal so ein paar Dinge, die da ausprobiert worden sind. Hier die Leitungen, die sozusagen schon bei den Betonfertigteilen sozusagen mit installiert waren, auch eingegossen wurden. Aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen wahnsinnig, aber das war eben auch so eine Vorstellung davon, lass uns doch die Leitungssysteme in diese Baustrukturen ganz konsequent mit einbeziehen. Dann hier auch schon von dem Aalto-Gebäude so eine Vorstellung von so einer kerngedämmten Konstruktion. Das sind die sogenannten Licker-Platten, das sind so Bleton-Platten, die sozusagen da als verlorene Schalung fungiert haben. Dann eine Dämmschicht von 8 cm und eine Ziegelsplittbeton-Tragschicht dahinter. Also auch die Wiederverwendung von diesen ganzen Trümmerbauteilen und Trümmerstoffen, das war definitiv Thema auf der Interbau 1957. Das Material war ja alles vor Ort vorhanden und es war sozusagen auch eine dieser Möglichkeiten, mit diesen Schuttbergen aus denen etwas Vernünftiges zu machen. Dann hier so Konstruktion mit Kassettendecken mit Holzwolle-Leichtbauplatten, sozusagen da diese Hohlräume zu bilden. Dann hier schwimmende Estriche in Verbindung mit Fußbodenheizungen. Das ist jetzt auch schon mal erwähnenswert von diesem schwedischen Architektenteam Jennecke und Samuelsson. Das waren übrigens die einzigen, die auch so aus heutiger Sicht versucht haben, so in Richtung
niedrige Energiebauweise zu gehen. Also da gab es schon ganz vernünftige Dämmkonzepte für die Außenwände, Dreifachverglasungen, Wärmeschutzverglasung gab es ja damals noch nicht, aber als Dreifachverglasung die Fenster ausgeführt, eben dann auch in Verbindung mit solchen neuen Heizsystemen, die als Niedertemperaturheizungen natürlich auch einigermaßen vernünftigen Wärmeschutz erforderlich gemacht haben. Und als ein Thema, was man hervorheben muss vom Hansaviertel, des ganzen Hansaviertel, aber speziell auch bei der Interbau, nämlich die Fernwärme. Als die Wärmeversorgung, die natürlich, das hat ja schon in der Weimarer Republik begonnen, dass man sich sozusagen mit diesen modernen Heizsystemen und auch zentralen Heizsystemen auseinandergesetzt hat und wo dann sozusagen auch so die Vorstellung war, nein, also mit irgendwelchen Kaminen oder irgendwelchen Rauch- oder brennbaren Baustoffen wollen wir gar nicht in der Wohnung hantieren, sondern die Wohnung soll hygienisch, sauber und gut pflegbar sein. Das waren so Ideale der Zeit und wo man sich auch schon mit dieser Frage der Hausbewirtschaftung dann auch im Hinblick auf die Möblierungen und die Ausstattungen intensiver beschäftigt hat. Zum Beispiel auch Müllabwurfschächte waren ganz normal. Überhaupt die ganzen Schachtkonzepte, Leitungsführungskonzepte, das war etwas, mit dem sich dann auch sehr viele Bautechniker und auch die Bauphysiker insgesamt sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Da gibt es dann auch relativ viel Material, das man lesen kann und was eigentlich auch einen ganz guten Überblick gibt über die Vorstellung einer modernen Bautechnik dieser Zeit. Ja, dann hier mal so ein paar Prämissen, von denen dann diese Untersuchung ausgegangen ist. Also die erste Prämisse ist sicherlich das Primat des Denkmalschutzes, nämlich der Erhalt der schützenswerten Bausubstanz. Das war insofern ein bisschen schwierig, weil erst 1997 wurde eigentlich das Hansaviertel als Quartier mit den Gebäuden und dem Garten, den Gärten als Gartendenkmal sozusagen in die Denkmalliste aufgenommen. Bis dahin sind natürlich schon relativ, haben da schon sehr viele Veränderungen stattgefunden, die natürlich dann auch für den Denkmalschutz eine ziemliche Herausforderung dargestellt haben, weil die zum Teil sehr unsystematisch erfolgt sind und gar nicht so einfach zu erfassen waren. Aber klar ist, nach der Unterschutzstellung Veränderungen und Verbesserungen nur in Absprache mit den Denkmalschutzbehörden möglich. Dann, was jetzt hier wichtig ist, für Deutschland insgesamt haben wir einen Umfang der eingriffsempfindlichen Gebäude bei 5-10%. Die sind aus meiner Sicht deswegen gar nicht so kritisch für die Einhaltung der Klimaziele im Gebäudesektor. Aber hier im Hansaviertel natürlich haben sie eine Dominanz. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, wenn sie so dominant sind, inwieweit wir dann hier auch ein richtiges Quartierskonzept brauchen, wenn wir den Klimaschutz sozusagen in so einem besonderen Quartier umsetzen wollen. Dann Wartung, Instandsetzung und Erneuerungen auch bei den Baudenkmalen notwendig. Und die erfordern da besonders viel Fachkunde und aus meiner Sicht auch eigene Planungskonzepte. Das war übrigens in den Diskussionen mit der Denkmalschutzbehörde der tatsächlich schwierigste Punkt. Im Grunde hatten die so die Auffassung, ja, wenn wir uns damit gar nicht beschäftigen, damit auch nichts verändert. Und wir waren eigentlich immer der Meinung, die Frau Grau und ich, es ist eigentlich keine kluge Strategie, denn wenn ich die Bausubstanz möglichst gut erhalten will, dann brauche ich vorausschauende Instandsetzungs- und Wartungskonzepte. Und da haben wir leider in dem Sinne nicht so richtig punkten können. Wir haben das natürlich dann in unseren Studien sehr wohl aufgenommen, aber da war die Abstimmung an dem Punkt war besonders schwierig. Ja, und wir haben dann auch gesehen, energetische Verbesserungen sind durchaus möglich, vor allem dort, wo es eher darum geht, bauphysikalische Mängel zu entschärfen, die einem Erhalt der Bausubstanz nämlich am Ende unter Umständen ganz kritisch entgegenstehen. Und das sind zum Beispiel undichte Flachdächer, fehlender Schlagregenschutz, besonders bei diesen sozusagen Betonfertigteilfassaden. Da gab es nämlich so erste Anfänge in dieser Zeit. Dann die kritischen Wärmebrücken und die Fenster, vor allem die Holzfenster und die Verglasungen. Dann eine weitere Prämisse, wir haben gesagt, die Sanierungskonzepte sollten immer unter Bezugnahme auf die ursprünglichen Bau- und Haustechnikkonzepte erstellt werden. Dann muss man zugeben, dass dann wenn man sozusagen den Erhalt der Bausubstanz ernst nimmt, die heutigen Behaglichkeits- und Komfortanforderungen nicht immer erfüllbar sind. Und dann
ist auch die Feststellung ganz am Anfang auch gewesen, dass die Energieversorgung von Baudenkmalen, weil ich die eben nicht so weitgehend energetisch sanieren kann wie die unempfindlichen Bestände, die sind perspektivisch eher mit hohen laufenden Kosten verbunden. Da stellt sich am Ende also die soziale Frage. Gegenüber der Anfangszeit haben wir dann allerdings festgestellt, dass viele Gebäude inzwischen nicht mehr sozusagen sozialen Wohnbaugesellschaften gehören, sondern in WEGs umgewandelt wurden, wodurch sich dann diese Frage der Finanzierung der Maßnahmen oder auch die Finanzierung der laufenden Kosten heute schon ein bisschen anders stellt als zu der Ursprungszeit. Dann für diese städtebauliche Studie habe ich damals so ein Untersuchungsprogramm festgelegt, nämlich, und das ist jetzt sozusagen der methodisch interessante Teil, wie geht man denn an so eine energetische Sanierung eines Quartiers vernünftigerweise heran? Man bildet zunächst mal strategische Gruppen, wo man sagt, es gibt Baudenkmale, es gibt den bedingt sanierbaren Bestand, also den Bestand, der eingriffsempfindlich ist, auch obwohl er nicht unter Denkmalschutz steht, und dann gibt es voll sanierbare Bestände. Dann macht man eine Einteilung nach Baualtersklassen. Da gibt es so eine Gebäudetypologie vom Institut Wohnen und Umwelt. An die kann man sich da sehr gut orientieren. Schaut sich dann das Nutzungsgefüge an. Und dann ein besonderer Punkt, Fenster und Verglasungen. Und da war besonders interessant diese Mixturen, die da vor Ort zu finden waren. Also Fensterflächenanteile, Fenster- und Verglasungstypen, aber auch die Verschattungssituation der Fassaden. Dann bei den Fassaden eine Untersuchung oder eine Beurteilung, wie sind die gegliedert, was sind das für Oberflächen, gibt es überhaupt ein Potenzial für Fassadendämmung oder nicht. Dann ebenso Betrachtung der Potenziale der Photovoltaik. Da gab es auch einen Solaratlas von der Stadt Berlin. Das haben wir aber nochmal uns kritisch angeschaut und festgestellt, dass der nicht sehr genau erstellt wurde. Also die Potenziale, die da sozusagen ausgewiesen waren, haben wir vor Ort so nicht finden können. Und dann natürlich das Thema der Wärmeversorgung. Und das war vor allem und zuallererst mal eine Bestandsanalyse. Ja, hier sehen wir mal die Aufteilung sozusagen nach den strategischen Gruppen, die Baudenkmale alle rot dargestellt. Das sieht man also auch außerhalb der Interbau, das ist ja sozusagen dieses Gelände hier. Sieht man da auch außerhalb davon hier so Studentenwohnheime, eine Schule, aber auch aus der Kaiserzeit noch ein paar wenige Gebäude, die sozusagen diese Bombenangriffe überlebt haben. Also man sieht schon, das ist so ungefähr die Hälfte der Bausubstanz, die Baudenkmale sind. Ab und zu auch nochmal ein paar bedingt sanierbare Bestände, so in relativ untergeordneter Art und Weise. Und dann doch noch einen relativ hohen Anteil von ca. 40%, die man als voll sanierbaren Bestand klassifizieren kann. Dann die Baualtersklassen sind mal hier notiert, nämlich angefangen aus der Kaiserzeit. Das ist hier so in den Rottönen dargestellt. Dann kommen wir sozusagen hier in die Phase von der Interbau, wo auch noch sonstiger Wohnungsbau in dem Quartier entstanden ist. Auch hier die Menzelschule, die ist dann etwas später. Es gibt ein bisschen Bestand so aus den 70er Jahren. Und dominiert wird es wirklich mit dieser Baualtersklasse so zwischen 1955 und 1960. Dann wurden hier sogenannte Hausgruppen gebildet. Was ist da der Hintergrund? Wir hatten das Glück, von der Fernwärmeversorgung von Vattenfall, da die Verbrauchswerte der Gebäude, was die Heizenergie und die Warmwasserversorgung anging, zu bekommen. Das konnten wir aber nur so auswerten, indem wir Hausgruppen gebildet haben, damit hier sozusagen Aspekte vom Datenschutz sozusagen dabei erfüllt werden konnten. Also mussten wir jetzt mal Hausgruppen bilden, die so homogen waren, dass sie dann auch aussagekräftige Verbrauchskennwerte ergeben. Und das war eine Aufgabe, die natürlich auch insofern dann schon ein gutes Stück in Richtung der Modellierung von diesen Gebäudebeständen ging, sozusagen, wo man dann so versucht hat, in Form von so einer Jahresbilanz sozusagen jede dieser Hausgruppen mit einem relativ begrenzten Aufwand erstmal abzubilden, um die dann sozusagen auf die Zeitreise zu schicken.
Ja, und das war eigentlich ganz interessant. Durch die Dissertation, die da schon ein bisschen zurücklag, hatte ich eigentlich schon ein bisschen so ein Werkzeug mir geschaffen, auch wieder mit Hilfe vom Institut für Wohnen und Umwelt, die mal so einen Vorschlag gemacht haben für so eine semi-statistische Methode, wie man sozusagen eine Angleichung hinbekommt zwischen dem unsanierten Bestand und zum Beispiel dem Passivhaus an dem anderen Ende, weil da ist nämlich schon erkennbar gewesen, dass vor allem diese mittleren Raumtemperaturen im ungedämmten Bestand natürlich im Mittel deutlich geringer sind als bei Gebäuden, die sozusagen einen sehr guten Wärmeschutz aufweisen. Und da haben die so eine Art Korrekturfaktoren eingeführt. Und hier sieht man sozusagen für diese Hausgruppen, die variieren schon inzwischen zwischen der Berechnung, die ist sozusagen hier rot dargestellt, und den Verbräuchen, die ich von dem Fernwärmeversorger bekam. Aber im Mittel sozusagen eine sehr, sehr gute Übereinstimmung, die hier bei den Wohngebäuden möglich war. Und ähnlich auch, das hat mich ziemlich gewundert, ist es auch bei den Nichtwohngebäuden gelungen, wobei das daran liegt, dass hier doch so wohnähnliche Nutzungen dahinter standen, also Schulen, Studentenwohnheime, Kitas, eine Bibliothek. Und die einzigen Gebäudetypen, die sich da nicht vernünftig mit abbilden lassen, sind einfach Kirchen. Da muss man sagen, da scheitern eigentlich so diese klassischen Berechnungsansätze dann definitiv. Dann hier die Fenster- und Verglasungstypen. Das war wirklich das mit eines der schwierigsten Dinge für die zu erheben. Denn am Ende haben wir vor allem hier auch eine Kategorie mal eingeführt: Mischung verschiedener Fensterverglasungstypen ohne Anteil Eigenverglasung. Also wo man dann gesagt hat, und eine andere Gruppe, wo noch Einfachverglasung auch noch eine Rolle spielen. Also es gab wirklich Gebäude, da hast du sagen können, das ist wirklich ein Kaleidoskop verschiedener Fenster, Verglasungstypen und so weiter. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der bei solchen Erhebungen dann doch einen gewissen Aufwand auch erzeugt. Also man sieht, so unsystematische energetische Sanierungen, die dann auch so aus der Not entstehen oder dass man sich einfach nicht behaglich fühlt in den Gebäuden, die sind dann oft so ein Auslöser für so einen totalen Wildwuchs, was natürlich für die Denkmalschutzbehörden, aber auch für die Baudenkmale selber, tatsächlich so eine leichte Katastrophe darstellt. Dann haben wir auch mal geschaut, das Potenzial der Fassadendämmung mal zu bestimmen. Und wir hatten dann sogar mal eine Kategorie hier bei dem Gebäude von dem Max Taut. Da haben wir dann eigentlich vorgeschlagen, auch diese Außendämmungs- und Wärmedämmverbundsystem aus Denkmalgründen zurückzubauen, weil das einfach das Gebäude total entstellt hat. Aber ansonsten haben wir eher mal geschaut, welche Möglichkeiten haben wir. Sehr interessant waren dann auch die Gebäude aus der Kaiserzeit, wo wir gesehen haben, ja, das sind hauptsächlich eben diese Außenfassaden schützenswert, während bei den Innenfassaden die Originalbestände in der Regel gar nicht mehr vorhanden waren. Also diese sehr unterschiedliche Strategie, überall schützenswerte Bestände sozusagen in der Nachkriegsmoderne und bei diesen Gründerzeitgebäuden. Eine ganz andere Situation, wo dann häufig einfach nur die Hauptfassaden schützenswert sind. Dann hier das Potenzial Photovoltaik, wo für uns vor allem dann interessant war, diese Umkategorisierung wegen Denkmalschutz, wegen Verschattung, wegen Dachgeometrie oder Dachnutzungen, wo wir dann häufig gesagt haben, naja, diese Potenziale, die da ausgewiesen waren im Solaratlas, sind baupraktisch und auch aus Eingriffsempfindlichkeitsgründen eben häufig gar nicht umsetzbar. Und das muss man, glaube ich, immer dringend beachten, methodisch beachten, dass man die Potenziale nicht durch so ungenaues Beobachten, ungenaue Auswertungen einfach zu hoch abschätzt. Dann hier mal die Wärmeversorgung von dem ganzen Gebiet. Hier in diesem Türkiston die Fernwärme dargestellt. Man sieht, die Fernwärme dominiert. Es gibt noch einen kleineren Anteil von Gebäuden, die mit Erdgas versorgt waren, zumindest so 2010, wo dann sozusagen diese Erhebungen erfolgt sind. Und ein bisschen war es auch noch direkt elektrisch, was im Ursprungszustand vor allem bei den Einfamilienhäusern hier mit solchen Elektrospeicherheizen systematisch der Fall war. Da haben viele das schon zurückgebaut und dann auf Erdgasheizungen umgestellt. Aber die Fernwärme als die dominierende Versorgungsart im Gebiet. Und unsere Auffassung ganz klar zu sagen,
Die Fernwärme ist Teil der Baudenkmäler, denn auch diese Versorgung, diese Vorstellung von Bautechnik und Versorgungstechnik gehören zu einem Baudenkmal einfach dazu. Aus meiner Sicht wäre das auch aus bauphysikalischen Gründen, gerade in der Denkmalpflege, immer der beste Ansatz zu sagen, lass uns erstmal bei dem Originalheizsystem bleiben. Dann stellen sich viele bauphysikalische Probleme nicht, die zum Beispiel bei der Umstellung von irgendwelchen Einzelöfen, die in Kaminen hängen, auf Zentralheizungssysteme ergeben, weil dann sozusagen die ganze Bauphysik der Gebäude und der Luftführungen in den Gebäuden sich dadurch dann systematisch ändern muss und daraus dann überhaupt erst auch Probleme für die Bausubstanz entstehen können. Dann hier mal zusammengefasst die Klimaschutzstrategien, die sich gar nicht so stark von den klassischen Strategien dann unterscheiden. Nämlich hier auch so dieser Versuch, wie mache ich dann eigentlich diese szenarienartigen Entwicklungen? Also hier auch wieder diese Strategie, diese Passivhaus-Standard oder Passivhausqualitäten bei den Klimaschutzszenarien anzuwenden, dann auch wieder so ein Szenario mit technologischem Fortschritt zu machen. Und eben diese Frage der Effizienz, aber auch diese Frage der erneuerbaren Wärmeversorgung und Stromversorgungen in diese Szenarien mit reinzunehmen. Auch die Stromeffizienz haben wir sozusagen in den Szenarien dann systematisch variiert. Und jetzt kommt sozusagen hier in dem Gebiet so eine besondere Versorgungsidee zum Tragen, die witzigerweise in der Zeit, wo wir die Untersuchung gemacht haben, auch in Berlin diskutiert worden ist und dort sozusagen auch öffentlich über die Presse sozusagen lanciert worden ist. Denn sowohl der Erdgasversorger als auch der Fernwärmebetreiber haben beide eigentlich schon über diese Konzepte nachgedacht, die jetzt bei dieser anstehenden Energiewende jetzt auch sozusagen auf breiter Basis diskutiert werden. Wir haben in Berlin nämlich die Besonderheit, dass wir im Grunewald, unter dem Grunewald, einen sehr großen Erdgasspeicher haben aus der Zeit vom Kalten Krieg. Also wir haben sozusagen einen Saisonalspeicher der sozusagen hilft, diese Winterlücke zu überbrücken. Denn wir haben systematisch die Situation in so einem erneuerbaren, vor allem Stromsystem, dass wir im Sommer Überschüsse haben und im Winter eher eine Lücke. Und diese Überbrückung dieser Winterlücke, dafür eignen sich eben ganz besonders die Metropolen und dort die Heizkraftwerke. Das heißt, es sind dann gasgestützte Heizkraftwerke und Vattenfall hat dann genau zu der Zeit auch diskutiert, große Wärmespeicher neben diese Heizkraftwerke zu stellen. Warum? Weil man dann diese Heizkraftwerke stärker stromgeführt betreiben kann und damit sozusagen dann auch diese Stromversorgung in der Winterzeit überregional sicherstellen kann. Das ist so ein bisschen dieses Modell. Hier sieht man mal auch nochmal so diese Power-to-Gas-Strategie, nämlich, dass man, wenn man sozusagen so Überschussstrom aus Solar, also PV und Wind hat, dass man über Elektrolyse erstmal Wasserstoff herstellt. Das kann man auch in so einen Speicher reintun oder durch Hinzufügung von Kohlendioxid, da wären zum Beispiel die Biogasanlagen geeignet, das zu machen, dann auch ein erneuerbares Methan herstellen kann. Und das lässt sich in beliebigen Mengen auch in diesen großen Kavernen speichern. Und das kann man dann sozusagen wieder rückverstromen und damit sozusagen dann im Winter sozusagen diese Versorgungslücken decken. Dann habe ich hier mal auch so in der Grafik dargestellt, wie wirkt sich das aus auf diese sozusagen auf diesen auf diese Frage der CO2 oder Global Warming Potential Faktoren, also Primärenergiefaktoren und auf die Emissionsfaktoren. Und da sieht man ganz deutlich, dass man sozusagen auf der CO2-Seite durch diese Power-to-Gas-Strategie dann die Emissionen sozusagen der Fernwärme deutlich reduzieren kann und damit sozusagen dann auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann, ohne das Versorgungssystem sozusagen selber prinzipiell ändern zu können, denn man nutzt schlicht und einfach die ganze Infrastruktur weiter und versorgt einfach die Heizkraftwerke nur mit einem erneuerbaren Wasserstoff oder einem erneuerbaren Methan. Und dieser Prozess ist ein allmählicher Prozess, den man eben Stück für Stück ausbaut, eben genau in dem Maße, wie dann erneuerbarer Wasserstoff oder erneuerbares Methan zur Verfügung steht. Ja, dann schauen wir mal so auf diese Frage der Dekarbonisierung im Gebiet mal rein. Wie stellt sich das da
im Jahr 2050. Und zwar hier für das Referenzszenario. Und die Darstellung fand ich schon interessant, denn wenn man da drauf schaut, dann sieht man eigentlich keinen wesentlichen Unterschied zwischen den eingriffsempfindlichen Gebäuden, also die unter Denkmalschutz stehen, und den Gebäuden, die ich eigentlich voll sanieren könnte. Also da ist eigentlich im Grunde kein substanzieller Unterschied festzustellen, was sozusagen hier die CO2-Emissionen im Jahr 2050 angeht. Während sich das ganz anders darstellt, wenn ich sozusagen hier auf höhere Qualitäten setze, denn da sehe ich dann die eingriffsempfindlichen Gebäude schon, weil da kann ich einfach nicht so viel machen. Also das ist, glaube ich, eine ganz interessante Botschaft, die man hier schon visuell auch sehen kann. Also hier im Grunde so eine Art Stillstandskonzept, hier ein Konzept, wo man sozusagen zumindest bei den Gebäuden, die nicht eingriffsempfindlich sind, deutlich besser abschneidet, deutlich weiterkommt in der Reduktion der Emissionen als bei den Gebäuden unter Denkmalschutz. Ja, dann hier sozusagen für den Heizwärmebedarf der verschiedenen strategischen Typen. Da kann man das auch ein bisschen erklären. Also der bleibt sozusagen beim Referenzszenario. Da bleibt man sozusagen doch auf relativ hohen Verbräuchen sitzen. Man sieht auch, dass die Baudenkmale auch noch Potenziale enthalten. Das sieht man dann, wenn man es hier rüber vergleicht oder wenn man hier jetzt auch nochmal den technologischen Fortschritt mit einbezieht. Zum Beispiel auch, wenn man so Vakuumverglasung oder so Vakuumdämmungen an Teilbereichen auch noch so was sozusagen mit einbezieht in die Überlegungen, kommt man auch bei den Baudenkmalen nochmal deutlich weiter, auch wenn in der Regel man sehr wenig an den Fassaden machen kann. Bei den Fassaden ist es dann dominant eigentlich der Austausch der Verglasungen, der da greifen kann. Und so verhalten sich dann sozusagen die Emissionen. Im Referenzszenario natürlich ist diese Power-to-Gas-Strategie dann nicht abgebildet, sondern nur in den Klimaschutzszenarien. Man sieht hier, das ist so eine Art Zielkorridor. Damals habe ich das noch nicht so schön formuliert gehabt, wie ich das heute machen könnte. Sieht man, dass dann doch diese Klimaschutzszenarien da ganz gut sozusagen in diesem Bereich kommen können. Und eine wichtige Erkenntnis war auch, da haben wir nochmal so ein eigenes Unterszenario gebildet, wo wir geschaut haben, sind denn die Innendämmungen dann wirklich so entscheidend oder nicht? Und haben dann auch gesehen, die Innendämmung muss ich nicht zwingend ausführen. Jetzt zeige ich mal hier das Gebäude von Van den Broek und Bakema. Und hier war zum Beispiel die Situation, dass da immer diese Split-Level-Treppen genau in der Außenwand lagen. Die hatten so eine Breite von 80 cm. Wenn ich jetzt hier nochmal eine Innendämmung von 10 cm anbringen würde, hätte ich noch 70 cm Durchgangsbreite an den Treppen. Also das war jetzt schon so ein typischer Gebäudetypus, wo man sich mit den Innendämmungen sowieso sehr, sehr schwer getan hätte. Also das war eine für uns beruhigende Botschaft, dass wir die Innendämmung eigentlich, dass die nicht unbedingt so entscheidend sind, wenn ich dann wenigstens an den sonstigen Bauteilen das mache, was ich dort machen kann. Ja, und hier auch nochmal die Verteilung. Was bringt denn hier die Stromeffizienz? Und was kann ich da machen? Was kann ich auf der Warmwasserseite erreichen und auf der Raumwärmeseite? Und man sieht eben sozusagen, alle Bereiche sind wichtig. Und man sieht, auf der Raumwärmeseite komme ich beim Klimaschutzkonzept bei den Emissionen auch deutlich herunter, wenn ich eben hier diese erneuerbare Fernwärme ins Spiel bringen kann. Dann ein Punkt, der hier besonders aufgefallen war, ist dieser Aspekt Anlässe und Gelegenheiten. Also man sieht dann teilweise auch so Bausubstanz wie hier. Das ist auch eines der Gebäude, was nicht unter Denkmalschutz stand, wo man aber gesehen hat, da muss man mal an diese Fassaden ran. Und das sind eigentlich immer so diese Anlässe, wo ich dann drüber nachdenke, was mache ich denn mit so einem Gebäude? Wenn ich die Bausubstanz erhalten möchte, muss ich jetzt ohnehin investieren. Und das ist immer die Gelegenheit, wo ich dann über eine energetische Verbesserung nachdenken kann. Das ist nicht angenehm. Das hat man auch gesehen im Viertel. Sind immer wieder Fassaden dann auch hinter Gerüsten verschwunden. Da muss man dann immer hinter die Planen schauen. Wie sieht es denn eigentlich da aus? Wir haben aber bei den Baudenkmalen auch solche Fälle gehabt. Das waren nämlich die Fälle vor allem, die Sichtbetonfassaden aufwiesen. Und hier hat man sich irgendwie versucht zu helfen, indem man da solche Klebebänder auf diese Fugen aufgebracht hat. Und das haben uns auch die Bewohner schon berichtet. Die Fugen waren am Ende doch alle nicht schlagregendicht. Also das sind dann solche Fälle, die sozusagen zur Dauersanierung werden. Und wo dann sich schon die Frage stellt, wie gehen wir mit solchen Beständen um?
ist es okay, wenn wir sagen, die Bausubstanz wird erhalten mit immer mehr Aufwand und mit immer mehr Kosten dann auch? Oder sind es nicht doch auch Fälle, wo man sich vielleicht über die Frage einer Rekonstruktion, also wirklich einer Erneuerung sozusagen dieser Fassadenbauteile Gedanken machen soll, Gedanken machen kann? Interessanterweise bei dieser Denkmalschutztagung in Wolfsburg wurde das von Leuten der Denkmalpflege selbst offensiv angesprochen. Und das war nicht eine Diskussion im Streit, sondern eine Diskussion, die diese Probleme sozusagen dieser Nachkriegsmoderne ganz bewusst im Blick hatte. Ja, jetzt komme ich schon so langsam zum Ende. Sind Denkmal und Klimaschutz miteinander vereinbar? Also die Frage des Umgangs mit der Eingriffsempfindlichkeit. Bei den Baudenkmalen der Gründerzeit oftmals nur die Hauptfassaden schützenswert, wegen Kriegsschäden und Umbauten Rückfassaden in der Regel nicht mehr erhalten oder nicht mehr vollständig erhalten, also die Oberflächen vor allem nicht erhalten. Bei den Baudenkmalen der Nachkriegsmoderne ganz anders, alle Fassaden schützenswert, manchmal auch noch die Innenausbauten, sofern vorhanden, und auch sonstige erhaltene Bauteile. Ich fand auch interessant, dann sowas wie so eine Übergabestation der Fernwärme zu erhalten und nicht die einfach zu entsorgen und wegzuschmeißen. Ein Außenwärmeschutz kommt in beiden Fällen in der Regel nicht in Frage. Die Innendämmungen würden zwar die Behaglichkeit erhöhen, sind aber bauphysikalisch anspruchsvoll und aus Klimaschutzgründen nicht entscheidend. Die denkmalverträglichen Maßnahmen, die können ja sowieso nur in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörden getroffen werden, sind hier Austausch der Verglasungen in Verbindung mit der Instandsetzung der Rahmen. Da haben wir dann auch gesehen, das Problem, wenn man dreifach Wärmeschutzverglasungen machen möchte, die sind schwer. Das war der Grund, warum dann auch hier Vakuumverglasung oder so Verglasung mit dünnen Glasscheiben sehr, sehr interessant sind. Dachdämmungen in der Regel mit den Flachdachsanierungen sind zum größeren Teil sowieso schon Erfolg gewesen. Kellerdämmungen, sofern halt die Kellerunterseiten, die Deckenunterseiten zugänglich und eine ausreichende Höhe vorhanden. Die Erneuerung der Haustechnik, zum Beispiel bei den Fernwärmeübergabestationen, auch das Leitungsnetz, haben wir erfahren, steht sozusagen oder ist wahrscheinlich inzwischen auch schon erneuert worden. Auch da kann ich etwas machen, zum Beispiel eine bessere Dämmung der Fernwärmeleitungen oder auch bessere Fernwärmeübergabestationen. Dann Lüftungsanlage, unter Umständen auch mit Wärmerückgewinnung. Fast alle Gebäude weisen wenigstens Abluftanlagen oder solche Entlüftungsanlagen auf, weil es sehr häufig innenliegende Bäder vorhanden sind. Und natürlich das ganz große Feld der Stromeffizienz. Ja, dann habe ich auch schon mal ein bisschen geschaut, auch mal in der Zwischenzeit geschaut, was sind da eigentlich für denkmalgerechte Erneuerungen erfolgt. Hier das ist so ein Gebäude von, ich kann den Namen leider nicht ganz aussprechen, Bordois und Lopez. Das hat das Architekturbüro Brenne, das sind so Spezialisten in Berlin für diese nachkriegsmoderne Sanierungen, haben diese Fassaden saniert. Ein besonders irrsinniger Fall. Man sieht hier, was das sozusagen für ein Zustand der Fassaden war vor der Sanierung, also so eine richtige Mixtur unterschiedlichster Rahmen und Verglasungstypen. Und die Besonderheit bei dem Gebäude war auch, dass sozusagen in diesen Lisenen die Heizungsvor- und Rückläufe geführt wurden, also direkt an der Fassade, auch so ein leichter Wahnsinn. Sehr schwierig auch diese energetische Sanierung von diesen Lodgen, die immer so gegeneinander versetzt sind, so ein freies Spiel sozusagen von Lodgen und Art Wintergärten oder Vorbauten da in der Fassade ergeben. Und hier sieht man auch so eine kleine Maßnahme hier sozusagen bei diesen Stahlfenstern hier mit so einem kleinen Dämmprofil zu arbeiten in diesem Übergangsbereich, um eben auch dieses Tauwasser auf diesen Innenseiten hier zu verhindern und hier in Verbindung mit einer Dreifach-Wärmeschutzverglasung. Dann ein weiteres schönes Projekt von dem Sanierungsbüro Brenne, die Akademie der Künste von Werner Düttmann, wo mir vor allem auch sehr aufgefallen ist, dass man diese ganzen originalen Farboberflächen wiederhergestellt hat und auch dort viele Bereiche, die von außen gar nicht auffällig sind, wo man mit so kleineren Maßnahmen, kleinen Verbesserungen auch der Flachdachsanierung die Energiebilanz von dem Gebäude deutlich verbessern konnte. Und hier noch so ein Kindergarten, der war zu der Zeit, wo unsere Untersuchung lief, war der schon saniert worden, wo man eine Innendämmung der Außenwände vorgenommen hat, die Hohlräume vom Flachdach ausgedämmt hat,
was häufig sowieso bei Flachdächern, wo gar keine Neigung vorhanden ist, sich das häufig als Maßnahme anbietet, auch wenn bauphysikalisch nicht leicht zu verstehen, was da wirklich dann passiert im Anschluss. Da braucht man eine wirklich gute bauphysikalische Begleitung. Dann die Dreifach-Wärmeschutzverglasung bei gleichzeitigem Erhalt der historischen Fensterrahmen und hier eine Reduktion der CO2-Emissionen unmittelbar nach der Sanierung um einen Faktor 2,5. Die auch mal ein bisschen belegt durch die Thermografie, dass das weitgehend gelungen ist. Hier sieht man mal eine Verglasung, die da sozusagen aus dem Rahmen fällt. Gut, jetzt zur Zusammenfassung aus meiner Sicht. Denkmal und Klimaschutz sind miteinander vereinbar, eben gerade auch besonders sinnvoll im Quartiersansatz. Hier besonders sinnvoll, weil natürlich hier eine sehr homogene Baualtersklassenstruktur haben. Also die Gebäude sind in der Mehrzahl in etwa zum gleichen Zeitraum erstellt worden. Also stehen sie auch in der Regel in einem bestimmten Zeitraum, eben jetzt oder jetzt eigentlich schon seit mindestens 10 Jahren, stehen hier sozusagen die energetischen Sanierungsmaßnahmen sozusagen in der Summe, also über die Einzelgebäude hinausgehend eigentlich an. Man muss sozusagen an diese Bausubstanz sowieso herantreten. Und insofern dieses Primat von Denkmalschutz und Baukultur an erster Stelle, aber das in Verbindung mit dem Kopplungsprinzip als Umsetzungsstrategie. Also immer dann, wenn was ohnehin gemacht werden muss, denke ich über die energetische Sanierung und dann eben in einer hohen Qualität nach, so hoch, wie das eben aus Denkmalschutzgründen natürlich auch umsetzbar ist. Dann die Fernwärme aus Kraft-Wärme-Kopplung, Ausstieg aus der Kohlenutzung und Einstieg Stück für Stück in die Power-to-Gas-Strategie, also auch raus aus der Kohleverfeuerung in ein gasgestütztes Heizkraftwerk, wo man Stück für Stück eben aus dem fossilen Gas übergeht zu einem erneuerbaren Gas. Dann ein zukunftsweisender Wärmeschutz, soweit umsetzbar, die Innendämmung hierbei jedoch nicht zwingend. Die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, sofern denkmalverträglich umsetzbar, auch interessant. Und auch interessant für die Bewohner, weil die häufig geklagt haben über Zug und über Kaltluftabfälle an den Verglasungen. Das waren eigentlich so diese Behaglichkeitsdefizite, die da berichtet wurden. Und als letztes dann die hohe Stromeffizienz. Gut, damit bin ich am Ende. Und ich glaube, die Studie war für mich deshalb so besonders spannend, vielleicht so als Abschluss, denn ich habe mir mal wirklich ein Quartier sehr, sehr genau angeschaut. Im Grunde war meine Aufgabe, ich muss jede Fassade sehen, was dazu geführt hat, dass ich doch ab und zu mal klingeln musste, aber dann auch ins Gespräch kam mit den Berlinern und am Anfang vielleicht manchmal so ein bisschen abweisend, aber in der Summe habe ich da sehr viele neue Informationen gewonnen und habe natürlich auch oft so gefragt, wie seht ihr das Quartier? Wie seht ihr sozusagen diese Frage dieser energetischen Modernisierungen? Ist es ein Thema? Ist es uninteressant? Wird es als störend empfunden? Und da habe ich sehr viel gelernt und habe auch gesehen, dass sozusagen die auch ganz normale Menschen im Grunde ein gutes Empfinden dafür haben, dass wenn ich ein Gebäude instand halten möchte und auch eine Bausubstanz erhalten möchte, dass ich dann etwas tun muss und nicht einfach sagen kann, einfach nur, ja, das lasse ich so, wie es ist. Das soll so lange unverändert bestehen bleiben, bis es dann sozusagen auch tatsächlich kaputt gegangen ist. Also dieses Verständnis auch im Grunde dann auch für diese bauphysikalischen Fragen. Und in der Zeit hatten wir auch einen Professor der Denkmalpflege mit so ein paar Studenten auch an der Seite. Und das war der erste, der ist leider inzwischen gestorben, Professor Potthoff, der wirklich so diese bauphysikalischen Fragen ganz bewusst in die Denkmalpflegefragen integrieren wollte. Und das war für mich auch schon ein sehr positives Beispiel, wo ich sehen konnte, ja, da ist Hoffnung, das ist doch etwas, wo wir auch über diese Klimaschutz- oder diese Energieeffizienzfragen im Grunde ein anderes Verständnis dafür gewinnen können, was heißt es eigentlich, eine Bausubstanz zu erhalten und in die Zukunft überzuführen.